feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich sehe Menschen, als wandelten sie wie Bäume. Das ist der Titel dieses Gottesdienstes. Damit ist dieser Gottesdienst überschrieben. Ich denke, Sie haben sich gewundert, als Sie in die Kirche gekommen sind. Das ist unser Waldgottesdienst, der eigentlich sonst an Pfingsten oder an Himmelfahrt, wann haben wir den immer gefeiert, am Lützenberg gefeiert wurde. Heute sind die Bäume mal in die Kirche gekommen. Wie kommt das? Ich habe vor ein paar Monaten in Österreich, in Klagenfurt, eine Kunstinstallation gesehen, ein Stadion voll mit Bäumen. Das ganze Stadion war voll mit Bäumen und das war bezogen auf ein Kunstwerk, was ein Künstler in den 70er Jahren mal gemalt hat. Werden wir die Bäume demnächst nur noch betrachten in einer künstlichen Umgebung wie Fußballer. Heute haben wir die Bäume in die Kirche geholt. Die Bäume sind Teil einer Aktion Talbuddeln. Alte Obstbäume, historische Sorten hier aus der Region. Diese Obstbäume werden gleich nach dem Gottesdienst zum Wandelgarten gebracht, ein paar hundert Meter weiter. In einer kleinen Parade mit Lastenrädern, mit Bollerwagen werden sie über die Luisenstraße ziehen. Eigentlich hätten wir heute das Luisenfest gefeiert. Und statt Menschen feiern heute mal Bäume die Freiräume dort. Und dann werden die Bäume an Patinnen und Paten übergeben, die sich die nächsten Monate darum kümmern. Und am 3. Oktober, so wir das dürfen dann und Corona uns das zulässt, werden diese Bäume auf einer Wiese am Klausen in der Nähe der Nordbahntrasse eingepflanzt und als neuer offener Obstgarten für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zur Verfügung stehen. Aber heute sollen die Bäume mal im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stehen. Die Bäume sind ein religiöses Symbol in fast jeder Religion. Bäume finden wir auch zuhauf in der Bibel, darum wird es gleich gehen. Es gab auch heilige Bäume. Und viele Gedanken ranken sich um diese wunderbaren Naturgeschöpfe. Ein paar Fakten rund um Bäume. Wussten Sie, dass der älteste Baum eine krüppelige Kiefer in den Bergen ist und 5050 Jahre alt ist? Wussten Sie, dass der höchste jemals gemessene Baum mit einer Höhe von 132,58 Meter ein Rieseneukalyptus in Australien war? Wussten Sie, dass ein ausgewachsener Baum so viel Sauerstoff produziert, dass 50 Menschen davon atmen können? Wussten Sie, dass ein Stadtbaum im Sommer bis zu 400 Liter Wasser verdunsten kann und dadurch seine Umgebung um einige Grad abkühlt? Wussten Sie, dass jeder und jede von uns in ihrem Leben ungefähr 160 Bäume verbraucht? 2 Bäume pro Jahr werden für Sie gefällt. Und wussten Sie, dass ein Baum praktisch nur von Luft und Wasser lebt? 99,5% seiner Masse hat der Baum aus der Luft geholt, indem er CO2 bindet. Die Bäume stehen im Mittelpunkt. Nehmen Sie sich jetzt ein bisschen Zeit, ein paar Gedanken, lassen Sie Ihre Augen durch die Bäume schweifen, wir hören Musik und dazu 2 Texte. Ihr Laub flüstert mir grüne Geschichten. Ihr
jeder Baum ein Gebet, das den Himmel beschwört. Grün die Farbe der Gnade, grün die Farbe des Glücks. Wie es Ihnen ging, mir fällt es immer noch schwer, hier nicht mitzusingen. Und als Gottesdienstbesucherinnen und Besucher einfach schweigend dazustehen. Nehmen wir es als meditative Stille für uns. Das Schöne ist, als Pfarrer kann ich Ihnen jetzt, ohne dass Sie Widerspruch leisten, ganz viel erzählen. Ich sehe Menschen, sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Ich weiß nicht, ob Sie das gerade hier gesehen haben, ob Sie die Bäume als wandelnde Bäume gesehen haben vielleicht. Wissen Sie, woher dieser Satz kommt? Das ist eine Antwort aus einer Heilungsgeschichte, die über Jesus erzählt wird, im Markus-Evangelium. Wird ein Blinder zu Jesus gebracht
Jesus in seiner Art streicht ihm über die Augen und dann ist er geheilt. Nein, nicht ganz. Jesus fragt ihn, was siehst du? Und der Blinde antwortet dann eben, ich sehe Menschen, sie wandeln wie Bäume. Vermutlich hat er noch so verschwommen gesehen, dass er offenbar nicht wirklich erkannt hat, was da war. Also ein bisschen Humor, finde ich, ist in dieser Geschichte. Jesus hat hier also etwas getan, aber nicht ganz richtig. Er muss nochmal über die Augen drüber streichen, so wird die Geschichte erzählt. Und dann kann der Blinde klar sehen. Wahrscheinlich hat Markus das erzählt, wollte auf die Jünger hinweisen, die nochmal so einen zweiten Kick, einen zweiten Tritt brauchten, damit sie aus dem Unverständnis zum Verständnis, aus ihrer geistigen Blindheit zur Klarheit kommen. Aber darum soll es mir nicht gehen. Es geht ja heute um Bäume. Ich sehe Menschen, als wandelten sie wie Bäume. Bäume und Menschen werden wohl immer wieder verglichen in der Bibel, an vielen Stellen. Bäume haben Ähnlichkeiten zu uns Menschen oder Menschen werden mit Bäumen verglichen. Eins haben wir gerade schon gehört, Isabel Berner hat es vorgetragen, Psalm 1. Der ist wie ein Baum, der an einem Wasserlauf steht, der Kraft hat, Frucht zu tragen, wenn es Zeit ist und dessen Blätter nicht verwelken. Oder ähnlich im Psalm 92. Der Gerechte wird grünen wie der Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon, die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sie werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass Gott gerecht ist. Es gibt aber auch die Vergleiche, die negativ sind. Zum Beispiel hat das Jesaja einmal gesagt, jeder, der Gott den Rücken kehrt, der läuft ins Verderben. Beschämt werdet ihr dastehen wie ein Baum mit verdorrten Blättern. Und im Richterbuch gibt es eine ganz kuriose Fabel, die erzählt wird. Da wollen die Bäume einen König salben. Sie suchen einen König und sie fragen die herrschaftlichen und tollsten und größten Bäume und alle lehnen ab, sie wollen nicht König sein und am Ende wird der krüppelige Dornbusch zum König gewählt. Der Prophet Jotham, der das erzählt, der will damit eine Kritik an den Herrschern, an der Politik damals ausdrücken und dagegen, dass damals ein König für Israel gewählt wurde. Aber ansonsten, die Bäume stehen für etwas Positives. Sie sind die Symbolik für Wohlergehen, für Fruchtbarkeit, für Wachstum. Und diese Symbolik wird gerne auf Menschen übertragen. Und die Bibel geht noch weiter. Bibel stehen symbolisch für Frieden und überhaupt für das Leben schlechthin. Unsere Partnerstadt Beersheba ist da ein klassisches Beispiel dafür. Über sie wird eine Geschichte erzählt. Der Ort Beersheba wird schon im ersten Buch der Bibel erwähnt. Ist damit einer der ältesten Orte der Welt. Dort in Beersheba kam es zu einem Friedensschluss zwischen Abraham und seinem Stamm und einem Philisterstamm. Da heißt es, da sprach Abimelech zu Abraham, was sollen denn diese 7 Schafe, die du mir beiseite gestellt hast? Abraham antwortet, 7 Schafe sollst du von meiner Hand nehmen, damit sie für mich ein Zeugnis sein, dass ich diesen Brunnen hier gegraben habe. Daher heißt die Stätte Beersheba, weil sie beide miteinander da geschworen haben. Und sie schlossen einen Bund zu Beersheba. Und Abraham aber pflanzte einen Tamaristenbaum und rief dort den Namen Gottes an. Ein Baum als Zeichen für einen Friedensschluss, für einen Friedensbund. Und wer mal dort in der Gegend war, in Negev, in der Wüste, der weiß sofort, dort wo Bäume sind, das ist ein Zeichen für etwas. Die Bäume sind Wegmarken, sie sind Zeichen für Wege, sie sind aber auch Zeichen dafür, dass dort in der Wüste irgendwo Wasser ist. Entweder offensichtbar als Quelle, als Brunnen oder meistens unter der Erde verdeckt. Bäume sind also Symbole, sind Zeichen für etwas Lebendiges. Sie sind Wegzeichen. Sie zeigen etwas an
gerade in der Wüste, wo die meisten Bibelgeschichten ja entstanden sind. Und so ist es kein Wunder, dass auch die Zukunftshoffnungen, die Zukunftsvisionen, die an vielen Stellen von Propheten genannt werden, mit Bäumen verbunden werden. Ich will in der Wüste wachsen lassen, Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume. Ich will in der Steppe Pflanzen miteinander, Zypressen, Buchsbaum und Kiefer, damit man zugleich sehen und erkennen und merken kann, das ist Gottes Hand, die es getan hat. Das ist der Heilige, der es geschaffen hat. So prophezeit es Jesaja. Und das ist eine Prophezeiung, die die Menschen in Israel und gerade in Beersheba heutzutage aufgenommen haben. Sie pflanzen überall Bäume und die Wüste in Israel, sie grünt mehr und mehr. Und noch bekannter ist ein anderer Prophet. Und auch der hat eine wunderbare Vision einer friedlichen Welt in die uns gegeben. Und diese Vision ist auch mit Bäumen verbunden. Micha sagt, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum wohnen und niemand wird sie erschrecken. Bäume stehen also für Leben, für Frieden, für friedliches Zusammenleben. Auf etwas, das man hoffen kann. Sie zeigen uns auch jetzt schon etwas von der Lebenskraft Gottes, die uns zugesprochen wird. Auch dann, wenn alles verloren scheint, wenn selbst das letzte Lebensfünkchen verloren ist, auch dann noch zeigen die Bäume uns, das Leben ist stärker, es gibt ein Leben. So sagt es Hiob. Für einen Baum gibt es immer noch Hoffnung, selbst wenn man ihn gefällt hat. Aus einem Stumpf wachsen frische Triebe nach, auch wenn seine Wurzeln im Erdreich absterben und der Stumpf langsam im Boden vertrocknet. Dennoch erwacht er zu neuem Leben, sobald er Wasser bekommt. Sündenfall geführt haben. Ich will jetzt mal wissen, was sonst der Köhler immer weitergibt. Das kommt aber nur durch eine Verwechslung. Das Wort für Apfel im Lateinischen, Malung, und das Wort für böse, schlecht, Malung, wird genauso geschrieben, aber unterschiedlich ausgesprochen. Und deswegen ist in der Historie aus dem Wort Frucht, dort steht nämlich eigentlich biblisch, sie aßen eine Frucht, aber was für eine ist nicht klar, in unserer Kultur der Apfel. Und auch das, was wir gerne mal übersehen, es sind dort zwei Bäume genannt, um die es geht. Ein Baum des Lebens und ein Baum der Erkenntnis. Viele prachtvolle Bäume ließ Gott im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum,
der Gut und Böse erkennen lässt. Tja, das ist diese Ursprungssituation. Und dann kam ja dieser Fall, dass dann auf einmal von diesen Früchten gegessen wurde. Und dann wird ein wunderbarer Satz gesagt, ist kein wunderbarer Satz, aber ein ganz spannender Satz gesagt, wo ich eine ganze Predigt, einen ganzen Gottesdienst drüber halten könnte. So viel ist da drin. Ein Satz, wo Gott im Plural spricht und Mensch im Singular gemeint ist. Nun ist Mensch geworden wie wir, sagt Gott. Nun ist Mensch geworden wie wir, weil Mensch Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf der Mensch noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt der Mensch ewig. Da ist er benannt, der Baum des Lebens, der Baum, der Leben schenkt, ewiges Leben. Kindliche Vorstellung, oder? Wir könnten einfach eine Frucht essen und dann könnten wir leben, ewig leben. Naturprodukte, wunderbar gesund und wir würden nie mehr krank, wir könnten immer leben. Dabei ist das doch die einzige Gewissheit, die wir mit uns herumschleppen. Das Einzige, was wirklich klar ist, nichts im Leben ist kostenlos, selbst der Tod, der kostet das Leben. Und dann wird da von einem Baum gesprochen, der ewiges Leben bietet. Ist das naiv? Und doch ist es spannend. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber Bäume haben praktisch ewiges Leben. Biologen haben festgestellt, oder es ist eigentlich für uns auch eine Selbstverständlichkeit, nur wir nehmen es nicht so richtig wahr, Bäume können sich immer und immer wieder reproduzieren. Wir erleben das ja immer in jedem Frühjahr. Oder ein Ast, der abgebrochen ist, natürlich treibt dort wieder etwas aus. In den Triebspitzen der Bäume sind Zellen vergleichbar mit embryonalen Zellen bei Säugetieren, die jede andere Zelle, jedes Organ ersetzen können. Die Bäume können sich immer und immer wieder reproduzieren und könnten eigentlich ewig leben. Wie wäre das für uns? Wäre das auch eine wunderbare Option? Unser Körper könnte sich immer wieder reproduzieren und immer wieder neu sich aufbauen. Leider ist es ja anders. Ab Mitte 20 baut der Körper ab, bei Männern schneller als bei Frauen. Und doch hätten wir die Möglichkeit, an den Baum des Lebens zu kommen? Wäre das was? Holz auf Jesus Schulter ward zum Baum des Lebens. Das haben wir gerade gehört als Lied. Ein Lied aus dem 20. Jahrhundert. Und doch eine Symbolik, die die Kirchengeschichte durchzieht. Das Kreuz, das Holzkreuz, was verflucht war, was Jesus getötet hat, wird in vielen, vielen Bildern in der Kirchengeschichte aber immer schon als lebendiger Baum gemalt. Da sprießen Blätter, da wachsen Knospen an dem Holz. Die Botschaft vom Baum des Lebens, der stärker ist als Tod. Trotz Zerstörung, trotz Hass wächst das Leben und ist die Liebe stärker als der Tod. Das ist das Symbol, was dahinter ist. Selbst das Schlimmste, ein gefällter Baum, der verflucht ist, der einen Menschen zerstört hat, der einen Menschen getötet hat, wo vielleicht sogar der Lebensraum des Baumes zerstört wurde, selbst dieser Baum, dieses Holz, dieses verfluchte Holz wurde zum Baum des Lebens. Und auch wie es in dem Lied heißt, auch wenn die Erde uns auf den Abgrund zujagt, mit Heuschreckenplagen, mit Viruspandemie, mit Urwaldrodungen, mit Taifunen und Klimakatastrophe, dann fragt der Himmel, warum zweifelst du noch? Hast du nicht gesehen? Der Baum des Lebens, er sprießt. Die Blätter und Knospen wachsen. Zweifel nicht, hab keine Angst. Das Leben ist stärker als der Tod. Freundinnen und Freunde, so heißt es im nächsten Lied, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, bleibt uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt. Amen. Jetzt mal wieder müd und rein.
Kirchengemeinde an dieser Stelle bei den Abkündigungen, würden wir normalerweise auf verschiedene Veranstaltungen im Kreise verweisen. Aufgrund der aktuellen Situation hat sich das Presbyterium entschieden, zunächst noch sämtliche Gruppen und Kreise, sowohl hier als auch im Begegnungszentrum, nicht stattfinden zu lassen. Wir werden die Situation anhand der Empfehlungen des Landes NRW, genau wie des Kirchenkreises, stetig weiter beurteilen und Sie auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit verweisen wir auf unsere Informationen, zum Beispiel auf unserer Homepage oder in den Aushängen im Schaukasten. Die Gottesdienste werden auch weiter aufgezeichnet. Silvia Fischer wird sie auch wieder bei YouTube einstellen zum Anschauen für nicht teilnehmen könnte oder zum Wiederanschauen. Herzliche Einladung auch hierzu. Wir laden ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 14.06. Den Gottesdienst wird Pfarrerin Berna Paul halten und der Gottesdienst findet dann wieder wie gewohnt um 10.15 Uhr statt. Anmeldung über das Kirchenbüro ist möglich und auch erbeten. Grundsätzlich können weitere Personen teilnehmen, sofern dies möglich ist. Allerdings bitten wir zur Kenntnis zu nehmen, dass derzeit die Zahl der Gottesdienstbesucher auf maximal 60 Personen inklusive der hauptamtlichen und Beteiligten beschränkt ist. Und durch die kommende Woche möge uns der Wochenspruch aus dem 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13 begleiten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Bitte Sie, zum Gebet aufzustehen. Du Gott des Lebens, wir haben zwei Mitglieder aus unserer Gemeinde zu Grabe getragen. Nimm du sie bei dir auf in deinem Reich und schenke denen, die um sie trauern, wo eine Lücke in ihrem Leben geblieben ist, schenke du ihnen Kraft und Trost, dass sie diese Lücke wieder füllen können und lass die Menschen, die gestorben sind, nicht vergessen. Bitte dich auch für die Menschen, die mit Bäumen leben und von Bäumen leben müssen, die Förster und Jäger, die Waldarbeiter, für die der Baum eine Wirtschaftsquelle ist, eine Einkommensquelle. Lass sie den Respekt vor der Natur und deiner Schöpfung nicht verlieren, dass sie mit Freude diese Geschöpfe wahrnehmen und mit ihnen umgehen. Ich bitte dich für jeden von uns. Wir werden in der Stille unsere Gedanken, unsere Bitten dir vortragen. Du hörst uns, Gott. Du nimmst unsere Worte auf. Du willst uns segnen. So hast du es uns in einem Gebet versprochen und wir sprechen gemeinsam: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich würde mich freuen, wenn Sie nachher zu Hause sind oder wenn Sie jetzt vor dem Bildschirm sitzen, schicken Sie uns doch mal ein Baumbild zu, ein Foto von Ihrem Baum, von Ihrem Lebensbaum. Erzählen Sie uns vielleicht die kleine Geschichte dazu, die Sie mit dem Baum hatten. Und wir wollen mal diese Geschichten sammeln, der Lebensbäume. Vielleicht passt das im Gemeindebrief, müssen wir nochmal schauen, sehen wir. Ansonsten, es gibt die verschiedenen Möglichkeiten über E-Mail ans Kirchenbüro, über Instagram, Facebook, überall können Sie uns diese Sachen zuschicken. Ich würde mich freuen, wenn Sie eine Lebensbaumgeschichte mit der Gemeinde teilen. Und so will ich uns mit dem Segen in die kommende Woche entlassen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein
seinen Frieden.